So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Blaze Black 2. Ja, im letzten Part habe ich mir ein endgeiles Pokémon besorgt. Naja, zumindest die Vorentwicklung des endgeilen Pokémons. Ich habe mir ein Elekid besorgt, ein Elektro-Pokémon aus der ersten Generation, aus der zweiten Generation. Und, ich muss schon sagen, das Pokémon hat's echt drauf. Naja, okay, die Endentwicklung. Ja, was sehe ich? Ist das ein trauriger Smiley hier? Oh mein Gott, das sieht echt so aus. Guckt euch das mal an. Hier. Krass, krasse Sache, ich schwöre. Okay, Conan, setz Flame Charge ein. Ich habe vergessen, die Animation anzuschalten. Ja, das ist scheiße. Das ist jetzt scheiße mitten im Let's Play. Naja, scheiß drauf. Naja, das ist ein Kikugi. Ja, ich glaube, so müsste das heißen. Typ Pflanze. Region Sinnoh. Also viel weiß ich über das Pokémon auch nicht. Schon ein bisschen her, dass ich die Sinnoh-Region durchgezockt habe. Ne, ist echt ein bisschen her. Und, ja. Das Vulpix will ich besiegen. Du bist böse, Vulpix. Du bist böse. Okay, Volt erreicht Level 15 und will Shockwave erlernen. Okay, interessant. Swift kann weg. Von mir aus kann echt Swift weg. Was soll ich mit Swift? Das ist voll die hässliche Attacke. Shockwave, yeah. Bitch. Okay, anscheinend habe ich vergessen, mein Schwalbini zu heilen, deswegen auf zum Pokémon Center. Let's go. Okay, Wirrbank City heißt die Stadt, also Wirrbank City. Interessant der Name. Naja. Gut, teilen wir erstmal unsere Pokémon. Also, was ich in diesem Part definitiv noch vorhabe, ist in die Arena reinzugehen und, naja, das da ein bisschen aufzumischen, ne? Und mir eventuell den Ohren zu, naja. Und das mit dem Ohren wird schwer, deswegen lasse ich das jetzt fürs Erste sein. Trainiere erstmal meine Pokémon bis zu einem, naja, einem guten Level, sage ich mal. Mach erst dann weiter. So, hier, okay, alles klar. Alles klar, Matt, alles klar, beruhig dich, alles wird gut. So, hier. Okay, da, du willst gegen uns kämpfen, wa? Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, yo, wir schaffen das. Oh yeah. Also, der besitzt ein Pokémon namens Magnetilo, ein Pokémon von Typ Stahl-Elektro. Erste Generation, by the way, in der ersten Generation, also in den Spielen, Pokémon Rot, Blau und Gelb war Magnetilo und Magneton ein Only-Elektro-Pokémon, weil es da noch nicht den Typ Stahl gab. Nur so kleine Random-Info für euch, ne? Ja, kleine Random-Info. So, nächstes Pokémon Elekid, dann lasse ich am besten mal meinen Conan drinnen. Conan Edogawa, setz Flame Charge ein! Und ich habe wieder vergessen, die Animation. Ach, scheiß drauf. Komm mal, Flame Charge. Und, yes, that's good. That's good, think, baby door. Und Friezeblitz, hey, Friezeblitz ist cool. Ich finde das Pokémon voll geil, ohne Witz. Das Ding ist Bombe. Ich schwör, Mitchell, du bist nicht mehr so Bombe, weil du verloren hast. Haha. Gut, na, leider gibt uns der Gammler hier nichts. Finden wir hier vielleicht was? Da geht's einmal runter. So, und so. Okay, jetzt kämpfen wir gegen einen Rotzlöffel. Genau, einen Rotzlöffel mit vier Pokémon. Oh mein Gott. Ja, zuerst mal kommen, Mankey. Soweit ich weiß, Kampf-Pokémon. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das auch ein... ich habe wieder vergessen, die Animation an ihn zu schalten. Scheiße. Shinox? ETF. Pokémon Wechsel, Conan rein. Ja. Mankey, Kampf-Pokémon, erste Gen. Ich weiß nicht, ob das auch ein Normal-Pokémon ist. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah, naja, egal. So, Flame Charge und das Shinox ist besiegt. Oh yeah. Okay, als nächstes Shellos. Müsste Shallelos sein. Komm, Volt geht jetzt mal rein. Conan, good job, get back. Go, 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 Volt. Okay, dann zeig dem Ding mal, was du drauf hast. Volt, setz Shockwave ein. Okay, und dann Thundershock auf das Ding. Und das Ding ist besiegt. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. So, Volt erreicht Level 16 und als nächstes Spinarak.
wenn er Rarikirch irgendwie nach Ariados an. Das ist bestimmt kein Ariados. Ne, Weberak. Ja, die Vorentwicklung von Ariados. Käfer-Pokémon, Gift-Pokémon, zweite Generation. Vorentwicklung von Ariados. Ja. So, jetzt mal runter. Hier. Ne, ich muss von hier runter, ne? Mhm. Hallo. Ich will gegen dich kämpfen. Oh, oh, du traust dich was, ne? Oh ja, du traust dich was. Okay, drei Pokémon-Besitzer. Das erste Pokémon ist ein Slimebeutel. Ein Slimebeutel, ein Schleimbeutel. Erste Generation Gift-Pokémon. Viel gibt's dazu nicht zu sagen. Ist relatives Pokémon, meiner Meinung nach. Also ziemlich random Shit. Nur die Weiterentwicklung bringt es, meiner Meinung nach, zu überhaupt irgendetwas, ne? Hm. Naja, gut, das nächste Pokémon ist ein Ekans, was ist das? Rattan. Oh, hier ganz Team Rocket-Scheiße. Ne? Mhm. Seh schon, das, wozu das hier alles führt. Meine Güte. Okay, als nächstes Koffing. Das müsste Smogmog sein. Smogon, nicht Smogmog. Gut, ja komm, Volt, schicken wir Volt einfach mal rein. Boss, zu Dirk, let's go, Volt. Gut, Volt, setzt Shockwave ein. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit einer Shockwave und down is it. Perfekt. Gut, Nathan ist besiegt. 560 Pokédollar, ja, ist doch mal schön, ne? Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier raus, aber, ah, scheiße, müssen wir den Weg hier nehmen. Definitiv hier Fahrradfahren. Fahrradfahren. Oh, die Musik ist doch geil. Die Musik ist echt geil. Man könnte nichts sagen. Die Musik ist episch. Episch. Okay, alles klar, Matt. Alles klar, beruhig dich. Beruhig dich, Matt, bitte. Bitte. Gut. Haben wir schön unseren Poké-Tower-Monster geheilt. Und wieder zurück, joa. Okay, hier müssen noch Trainer sein, gegen die ich nicht gekämpft habe. Warte, erstmal hier. Ein Great Ball. Oh, cool. Smogon. Nee, ich brauche nicht so eine Methanbombe. Nee, danke. Echt nicht. Mein Bedarf ist für heute von ekelhaften Sachen bedeckt, ja. Ah, wildes Pokémon. Gut, was bist du für ein Pokémon? Oh, ein Elekid. Hallo, Elekid. Wieso leckt das eigentlich so hart? Nö. FPS ist normal. Keine Ahnung, was los ist. Scheiß drauf. So, hier hin. Und dann hier den Professor. Diese Komponenten. Ne, ich würde. Produzierst du mich? Weg ist er. So schnell ging das. Okay, Tiny Mushroom. Das will ich mir jetzt mal ansehen. Diesen Tiny Mushroom will ich mir jetzt mal ansehen. Für Sammler, ja. Ich bin nicht so ein Sammler von Pilzen. Nee, eigentlich nicht. Aber naja, gut. Lass mir das. Ja, komm. Ich will jetzt hier weg. Weg hier. Weg rein. Gut, ich würde sagen, dass wir uns jetzt nicht direkt auf den Weg zur Arena machen. Vorher will ich noch etwas anderes überprüfen. Aber zuerst mal gucken wir, ob das hier alles Trainerkämpfe sind. Why don't you trade your Pokéball? Gave the Pokéball and change Great Ball. Okay, ein bisschen überflüssig war es ja, aber sonst ist ja nicht schlimm, ne? Gut, was finde ich hier? Finde ich hier ein Item? Yeah, was ist das? Was ist das für ein Item? Das will ich sehen, Mama, ich will sehen. Nee, irgendwo, damit die normal Typ Moves verstärkt werden, nee, brauche ich nicht. Das ist unnötig, sowas. Also für meine Verhältnisse ist das unnötig. Was soll ich mit so einem Ding? Ich habe keinen normalen Pokémon. Beziehungsweise normale Attacken. Sowas besitze ich nicht, nee. Gut, was ist hier los? Nö. Alles Gammler hier. Also hier ist echt nicht viel los, hier in der Stadt. Aber ich meinte gelesen zu haben, dass hier in der Stadt, dass man Dings bekommen kann, ein Starter-Pokémon. Zwar nicht aus dieser Region, sondern aus einer anderen Region. Nur weiß ich gerade nicht, welcher Starter das war.
So, willst du was? Nö. Nö, hier ist auch nichts. Gut, dann suchen wir einfach mal weiter. Ist ein Pokémon da? Ja, die Weiterentwicklung von Nagelotz. Ich habe ja so eine Rock'n'Rollerin. Okay, dann würde ich sagen, beim Fahrrad kurz hier runterfahren, weil, ja, fail. Ja, warte mal, wie komme ich jetzt da runter? Wie komme ich jetzt da runter? Schon nur durch Surfer, ne? Ich komme nur durch Surfer dorthin. Na, scheiße. Scheiß drauf. Gut, ist das jetzt hier gewesen? Ich glaube, dass das hier gewesen ist. So, zur Sicherheit mache ich kurz mal eine Safe State und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, wieder da und ich glaube, dass der uns ein spezielles Starter-Pokémon gegeben wird. Der gibt uns auch ein Starter-Pokémon und zwar ist es ein Gekka-Boar. Yeah, baby! Das ist so, dass der für jede Jahr, also nicht für jedes Jahreszeit, in der Jahreszeit, in der ihr euch gerade befindet, gibt er euch ein spezielles Pokémon. Ich konnte jetzt alles nicht so, geil lesen, weil ich das alles weggespeedet habe. Ich könnte es ja theoretisch auch mal machen, damit ihr es seht. So, hier, ja. So. Also, hier, Special Pokémon, if it's Spring, also wenn ihr im Frühling den Typen ansprecht, bekommt ihr ein, wenn ihr im Sommer ansprecht, bekommt ihr, glaube ich, ein Panflam, im Herbst ein Gekka-Boar und im Winter ein Plinfa. Okay, das Special Starter Pokémon will ich gerne haben. Und diesem will ich auch einen Nicknamen geben. Aber was das für ein Name sein soll, ich weiß es gerade selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich nenne ihn, ja, Zane. Ja, so, zurück, zurück. So, Zane. Gut, okay, so, jetzt haben wir ein Starter-Pokémon. Welches Level ist das? Level 10, Summary. Können wir uns mal gern reinziehen. Attacken, Fund. Ja, Silberblick und Absorber besitzt als Item Bärentrank, also frei übersetzt würde das jetzt Bärentrank heißen. Gut, dem Pokémon gebe ich jetzt einfach mal den EP-Teiler, weil dieses das jetzt am meisten brauchen würden, tun, machen, Dingsterbumster. Hier, Pokémon, dann Volt, Item, Take und dann Item, geben und hier. Komm, EP-Teiler, wo bist du? Hier, EP-Teiler. Ja, ich wollte dem noch... Oh, meine Güte, ich wollte dem noch nur einen EP-Teiler geben. Ey. Was habt ihr alle? So. Oh mein Gott, ey, was ist das? Wieso schaffe ich das nicht, dem Ding EP-Teiler zu geben? So, geben. So, EP-Teiler. Yes. So, jetzt hat's. Halleluja. Gut, dann Volt geht jetzt nach vorne. Und ich würde sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zur zweiten Arena. Oh, boah, stinkt das hier. Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht, geht gar nicht. So, die zweite Arena ist meiner Meinung nach ziemlich schick gestaltet. Pokémon. Wir singen gerade ein Pokémon-Lied, ne? Oh, yeah, okay, ja, das ist die Arena-Leiterin Roxy. Besitzt Pokémon von Typ Gift, aber bevor ich zu der komme, will ich erstmal ihre Kumpanen hier besiegen. Ich hoffe mal, dass das so relativ schnell geht. Naja, hoffen ist gut. Fangen wir mit Shockwave an. So, oh, ich habe immer noch vergessen die Animation. Ja, scheiß drauf, komm. Noch einmal Shockwave und dann müsste Slimer besiegt sein. So, Zane erreicht Level 11, er lernt Quick Attack und als nächstes kommt Koffing, das war Dings da. Das war Smogon, genau, Smogon, Methanbombe da. Bombe, eine Bombe ist das. Okay, noch einmal Wing Attack würde ich sagen. Ja, komm, noch einmal Wing Attack und ja, komm, Wing Attack. So, Boss erreicht Level 18 und Zane erreicht jetzt Level 12. Den geht ja relativ hurtig. So, als nächstes geht Conan rein. Ja, Conan, du bist jetzt drin.
Conan. Ja, das Nidorino. Weiterentwicklung von Nidoran männlich. Ja, das kann schon zum Problem werden, das Viech. Vor allem mit diesen hässlichen Attacken, die das hat. Und Flame Charge. Ja, mein Pokémon ist vergiftet. Scheiße! Naja, dafür ist das Viech jetzt down. Aber Erfahrung gibt es. Keine Frage. Krass. Okay, den ersten Typen hätten wir jetzt besiegt. Bevor ich jetzt weitermache, will ich meinen Pokémon nochmal heilen. Genau. Und ja, ohne heilen wird da hier nichts schön sein, ne? Müsst ihr verstehen. Gut, Pokémon Center, ich komme! Ja, kommst du? Ja. Gut, soll ich mir Tränke oder sowas holen? Wäre gar nicht so verkehrt, weil der erste Arena-Leiter, der war ja schon mal so Hardcore-mäßig. Will ich nicht wissen, wie der zweite Arena-Leiter tickt. Okay. Zweite Arena-Leiterin, sorry, hab mich vertan. Ich bin auch nur ein Mensch. Naja, komm, hier, Fahrrad fahren und zurück zur Arena. Zu Roxys kleine Arena. Naja, das ist die kleinste Arena, die ich je gesehen habe, da muss ich ehrlich sein. Naja, können sich keine bessere Arena leisten, ne? Was soll man machen, was soll man machen? Was ist das für eine japanische Mucke? P-O-K-A, ach so, Pokémon. Okay, alles klar. Alles klar, naja. Hier, Gitarrist Billy Joe. Ist kein Jungname, ach scheiß drauf. Okay, das erste Pokémon ist ein Skunkapu. Ich glaube, so hieß das. Vierte Generation Gift-Pokémon. Ich habe wieder vergessen, die Animation einzuschalten. Ach scheiß drauf. Ja. Vierte Generation Gift-Pokémon. Nicht sonderlich stark. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Und Knospi, wie süß, wie süß. Komm, Boss. Volt, zurück. Los, Boss. Oh yeah, Boss ist Boss-like. So, Wing Attack. Und das Ding ist down. Gut, haben wir schön gemacht. So, Zane Level 14. Und als nächstes Nidorina. Okay, ich glaube, da schicke ich wieder Conan rein. Conan soll das hier alles mal ein bisschen aufmischen. So, Nidorina, ich mache dich jetzt fertig, glaub mir. Flame Charge. Und noch einmal Flame Charge. Kommst du. Okay, Conan erreicht Level 20. Und willst Smog Adder? Ne, brauche ich nicht. So eine Attacke brauche ich echt nicht. So, Zane Level 15. Zane entwickelt sich erst in einem Level. Also nach einem Level weiter. Naja, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Parts. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao.